song, you gotta sing, sing. Now we come along like a boomerang. Sing song, you gotta sing, sing. Now we come along. Brandwagen. So nennt sich das motorisierte Soundpaket, das für spontane Musikschmankerl sorgt. Red Bull hatte die Idee, jungen Bands eine ganz besondere Auftrittsmöglichkeit zu bieten. Ein ausrangierter Feuerwehrbus erhielt eine zweite Chance, der Menschheit Gutes zu tun und wurde kurzerhand in einen luxuriösen Tourbus umgebaut. Der Bus wird jungen österreichischen Bands zur Verfügung gestellt, um in ganz Österreich Überraschungsgigs spielen zu können. Natürlich ist der Brandwagen beim Nova Rock 2007 aufgetaucht. Diesmal mit Spouts, einer Band aus Kärnten an Bord. Spouts haben vor 10 Jahren das erste Mal die Bühnenbretter vibrieren lassen. Im Jugendzentrum hat eigentlich auch unsere Karriere in Anführungszeichen begonnen. Wir haben auch zuerst im Proberaum des Jugendzentrums geprobt und auch unsere ersten Konzerte unten im Jugendzentrum gespielt, wo auch jetzt noch sehr viele österreichische Bands spielen, immer wieder. Die Band spielt ja inzwischen Konzerte in Ländern wie Japan und England und sie haben da auch schon ihre Fans. Die Reise mit dem Brandwagen zum Nova Rock 2007 ist für Spouts aber auf jeden Fall eine spannende Sache. Ja, am Campingplatz wird sicher interessant, das ist mal ganz was anderes. Allein soundtechnisch und so wird sicher interessant für uns, aber was haben wir noch nie gemacht in die Richtung. Wir freuen uns drauf, das ist mal eine neue Erfahrung und ich glaube, die Leute vom Festival sind alle gut drauf. Und ich denke, wir werden das Kind schon schaukeln und den Campingplatz schon zum Rocken bringen. Es wird auf jeden Fall laut, heiß und Spaß. Na dann, Equipment einpacken und nix wie hin zum Nova Rock. Nach 5 Stunden in der feurig plüsch gepolsterten Rocklegende auf Rädern erreicht die Band endlich den Caravan-Parkplatz am Nova Rock Gelände. Hier am Campingplatz, abseits der beiden Hauptbühnen, wird Spout zum Main Act und sie rocken den wackeren Camper den Schlaf aus den Augen. Von wegen verschlafen und müde. Nach kürzester Zeit versammeln sich stampfende, grölende, Haare hin und her werfende Festivalbesucher um die Band und rocken sich die Seele aus dem Leib. Als die 4 Kärntner dann ihren beliebtesten Hit Six Song anstimmen, verliert auch der Sänger endgültig den Boden unter den Füßen. Erst nach der 4. Zugabe und unter Protest erlauben die Parkplatzbewohner Spout die Instrumente abzulegen. Die Ausdauer-Nova Rocker vom Caravan Parkplatz sind sich einig. Müssen wir sagen, also Brandwagen ist die Nummer 1. Und wie hat die Band das Konzert überlebt? Also das Publikum hat durchgedreht. Ich war kurz vor dem Kreislauf-Kollaps. Wir haben durchgedreht. Ja, wir haben durchgedreht. Ja, Gänsehaut garantiert, wurscht wo, unter der Achsel, überall ganz laut. Ganz der Idee von Red Bull entsprechend ist der Brandwagen immer ausgebucht und in ganz Österreich unterwegs. Welche Bands in nächster Zeit mit dem Brandwagen touren und wo der Brandwagen das nächste Mal stehen bleibt, erfährst du auf www.brandwagen.at. Aber das war noch nicht alles, denn Spout machen für dich auf GoTV Programm. Beim Hosted by Brandwagen mit Spout zeigen sie dir ihre Lieblingsvideos. Nicht verpassen. GoTV. Be part of it.